der Region, unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Dass diese Rennmotorräder schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sieht man ihnen nicht an. Die meisten dieser Oldtimer laufen noch wie am ersten Tag, aber das nur dank ständiger Pflege. Genau das ist das Hobby von Jürgen Horn. Seit 30 Jahren schraubt er bereits an alten Motorrädern herum. Seine Renn-AWO von Simson hat er aber erst seit 2013. Nostalgie ist das eine, doch zu diesem Hobby gehört noch mehr. Das ist immer so, ja, Adrenalin pur, muss ich sagen. Ich kenne nichts anderes, wie manche eben zum Fußball gehen, machen wir halt diese Sache hier. Ne? Jürgen Horn ist Mitglied im Verein MC Classic Motorsport Cottbus. Den Verein gibt es seit 2012. Den 21 Mitgliedern geht es dabei vor allem um die Nostalgie. Die meisten sind mit dieser Art von Motorrädern aufgewachsen. Heute zeigen sie und andere Vereine aus ganz Deutschland, was sie haben. Auf dem Flugplatz Welze wurde dafür extra eine Rennstrecke hergerichtet. Doch ums Gewinnen geht es heute nicht. Heute ist reine Demonstration, um den Zuschauern zu zeigen, was gibt es noch für aktuelle Technik, die jetzt noch betrieben wird aus den 15, 16, 17 Jahren. Und dass die meisten Zuschauer sagen, oh ja, wir hatten die auch mal eine AWO gehabt, aber haben wir verkauft und so. Ja, nee, heute geht es eigentlich um nichts. Ne? Eigentlich nur, dass man sie mal bewegt, guckt, ob alles funktioniert. Und genau das tut es vor Jürgens erstem Lauf nicht. Die Kupplung trennt nicht richtig und bis zum Start sind es noch ca. 20 Minuten. Vereinskollege Ronald Kürst muss helfen. Zusammen wird das Motorrad kurzerhand auseinandergenommen. Wir haben das jetzt auch nicht zuordnen können, aber wir versuchen gerade jetzt, wir haben den Automat gewechselt, die Kupplung, die Mitnehmerscheibe ausgebaut und eine andere reingesteckt und nehmen an, dass das jetzt funktioniert. 5 Minuten vor dem Start wird die Renn-AWO dann wieder zusammengebaut. Noch eine kurze Probefahrt und ab an den Start. Die Entscheidung, die Simson noch einmal gründlicher unter die Lupe zu nehmen, war die richtige. Auf der Strecke zeigt Jürgen, was alles in der alten Maschine steckt. Etwas geschafft bin ich, will ich ehrlich sein. Aber so das Gefühl, alles war alles ist auch alles wieder funktioniert. Und ja, der schnelle Aufwand hat sich endlich gelohnt, das wir jetzt gemacht haben zwischen der Mittagspause und dem ersten Lauf. Alles gut. Ich glaube, ich brauche noch 5 bis 10 Minuten, dass ich wieder unten bin. Für Jürgen Horn war der Tag trotz technischer Macken erfolgreich. Aber so ist es mit historischen Fahrzeugen. Irgendwas muss man immer machen. Aber genau das ist ja das Schöne an diesem Hobby. Der Region, unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Sicher, stabil, solide.